Guten Morgen, meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung. Wir sind hier, es ist Mittwoch und in 10 Minuten geht's hier los mit der Pressekonferenz. Und schaut euch an. Mögen die Spiele beginnen. Neues Logo, neues Branding. Erlebe die Faszination unserer Community. Also ich muss wirklich sagen, das Spiel stellt sich hier dieses Jahr ganz frisch auf, was mir richtig gut gefällt. Die App ist richtig gut und ja, jetzt sind wir mal gespannt, was die neue Pressekonferenz so kann. Deutsche Spielepreisverleihung und so weiter. Ich sag mal so, in den vergangenen Jahren war es auch nicht das Mega-Entertainment, so viel kann man vielleicht sagen, aber es geht natürlich hier auch um Infos und ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt inhaltlich sich auch verändert und wie sich es verändert. Mal schauen, also währenddessen werde ich sicher nicht filmen, aber ich werde euch so meinen Eindruck auf jeden Fall am Ende mitteilen. Ja, da hinten stehen auch schon so erste Leute rum. Spiel doch mal, quatsch gerade da mit Alex und Pete. Ja. Und jetzt gucken wir mal, wann es hier losgeht. Auf jeden Fall eben auch schon neue Location. Hier vorne am Osteingang, im neuen Haupteingang. Direkt dahinter sind ja dann jetzt die Familienspielhallen. Wir sind natürlich jetzt von hier aus gesehen ganz am anderen Ende. Schön die alte Eingang, Halle 3, wenn ihr direkt zu uns wollt. Aber ja, wird super. Ich freue mich. Hallo meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung. Es ist Mittwochabend und ich bin dann hier in einer ungewöhnlichen Location, würde ich sagen. Nämlich auf dem ruhigen, schönen Ausstellerparkplatz für große Fahrzeuge. Hinter mir ist noch alles frei. Ja, ich sitze hier in meinem Sprinter hinten, Tür offen. Ja, ein bisschen ungewöhnliche Location, aber es ist schön ruhig, es ist noch hell. Und ich dachte mir, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, bis der Ausstellerabend jetzt losgeht. Und deswegen zeige ich euch mal, was ich heute schon so gesehen habe, mitgenommen habe. Weil wer weiß, weil morgen wird es voll, natürlich auch. Und genau, wer weiß, ob ich dann noch dazu komme, deswegen mache ich es lieber gleich. Und ich war da bei Skellig. Und das Spiel Kingscraft, ja, das ist besonders insofern, als dass ja der David da sein wird bei meinem Pop-Up-Opening am 14.10. Und natürlich will ich es davor noch selber gespielt haben und auch werde ich auch ein Video dazu machen. Definitiv werde ich gleich raushauen, einfach damit ihr, ja, damit ich euch schon mal meinen ersten Eindruck da vermitteln kann. Und ja, das wird sicher cool, freue ich mich sehr. Ausrüstungsspiel, wie gesagt, 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren haben sie bei Skellig am Stand. Skellig ist jetzt ja in Halle 3 ganz vorne. Das heißt, wenn ihr Halle 3 reingeht, da ist ja immer noch ein Eingang, dann werdet ihr quasi direkt auf den Skellig-Stand kommen. Und natürlich haben sie auch die zweite große Neuheit. Hier Pirate Tales, also Neuheit von den Spielen, die sie selber machen. Dieses Würfelspiel für Familien haben sie auch am Start. Und ja, da bin ich natürlich ganz heiß drauf hier. Feuerlanderweiterung. Schon so viel gehört, dass das nochmal wirklich Darwin's Journey nochmal cooler machen soll. Bin ich sehr gespannt. Wird bald auf den Tisch kommen. Spätestens am Wochenende, am Unterstützerwochenende oder Botgame Cruise. Mal schauen. Dann tatsächlich nur so der Vollständigkeit halber. Haben sie mir noch ein Erde mitgegeben? Und zwar deswegen, ich habe das Video schon längst gemacht. Aber damals habe ich kein eigenes Exemplar gehabt und da habe ich gesagt, ey, ich möchte doch gerne noch mal ein eigenes Exemplar haben. Und übrigens auch Erde, ganz wie bei meinem Pop-Up-Opening, ja, ich sag's euch, ich habe irgendwie von den Sachen dann 2 Stück da und ich glaube, ich habe auch 2 Stück Erde da. Gibt's gar nicht mehr so häufig, natürlich hier in Essen könnt ihr es auch abgreifen, aber sonst gerade ein bisschen schwer zu bekommen. Aber bei mir im Laden wird es das geben. Und natürlich kann ich es mit einer Hand rausholen, ja, ich habe jetzt kein Stativ, deswegen ist es gar nicht so einfach. Schön. Ein Glück habe ich einen Weitwinkel. Whitefall. Ja, ich habe es auch bekommen. Endlich. Alle kennen es schon, nur ich nicht. Nein, es soll ja richtig cool sein. Ich bin gespannt. Also Mindclash natürlich hat krasse Sachen gemacht, aber es war auch nicht alles so richtig, richtig gut. Das soll es wieder gut machen. Und finde ich auch cool, dass das jetzt bei Skellig ist. Man sieht auch, da steht noch Quality Beast drauf. Die hatten da eigentlich auch noch ihre Finger mit im Spiel. Ja, schwere Schachtel. Epische All-Strategie mit 4X-Elementen. Finde ich schon mal gut, dass sie sagen, es ist ein reines 4X-Spiel. 4X-Elemente. Was haben wir noch? Ja, bei den Game Builders war ich. Die sind relativ weit hinten, so am hintersten Eck der Spiel.
Halle 4. Ja, da müsst ihr wirklich quasi einfach, egal von welcher Seite, durchlaufen, bis ihr nicht mehr weiter könnt, hinter das letzte Ecke. Mike Uwe Rosenberg und Ode. Und da ist eine interessante Geschichte dabei, dass sie auch ein Buch dazu da haben. Das haben sie mir jetzt nicht mitgegeben. Sie haben gemeint, eine Geschichte ist auch im Spiel enthalten. Und da geht es einfach darum, dass das eine Anthologie ist von Geschichten, die quasi diese Welt, in der das Spiel stattfindet, die sozusagen ausschmücken. Und was ich echt ein cooles Konzept finde, ist, dass sie quasi das Spiel zum Buch und das Buch zum Spiel rausbringen und der Vertrieb auch das Buch dann zum Beispiel auf der Buchmesse veröffentlicht und dann natürlich auch das Spiel am Start hat. Finde ich cool, weil das natürlich neue Zielgruppen vielleicht anspricht. Na? Die Leseratten sollen ruhig mal ein bisschen mehr Brettspiele spielen, würde ich sagen, oder? Da haben wir doch alle nichts dagegen. Genau. Und das Ganze ist natürlich ja, auch ganz schön schwere Schachtel. Expertinnen-Spiel. Mal schauen. So, was haben wir denn noch? Ach ja, ich bin da jetzt gesprungen in den Verlagen, habe ich nicht aufgepasst, weil Delicious Games, nee, hab ich nicht, ach, ich bin völlig verwirrt schon. Nein, Delicious Games war ich auch, hier. Wladimir Suchi. Suchi. Entschuldigung. Ja. Hier, Shipyard. Darüber hatte ich tatsächlich noch nicht so viel gehört. Deutsch, Englisch oder auch, ja, Delicious Games. Ganz schön weit hinten. Ne? Auch Halle 4. Und die sind fast noch schwerer zu finden als die Game Builders, weil die auch noch sozusagen, deren Stand zeigt auch noch ans Ende der Halle. Es ist ganz, schon ganz hinten und dann zeigt auch noch am Ende der Halle. Also die könnt ihr relativ leicht verfehlen. Solltet ihr aber nicht, weil... Jetzt muss ich kurz kruscheln. Ihr wisst ja, war bei mir ganz weit oben gerankt. Ein Suchi im Weltraum. Und ich muss ja sagen, auf der Pressekonferenz hat die Spiel ja gesagt, auf die Frage, wie es aussieht, oder sie haben nicht die Frage beantwortet, aber sie wussten, die Frage kommt sowieso, was sind die Trends? Klar, sie haben gesagt, Nachhaltigkeit, das ist auch irgendwo, liegt auf der Hand, das ist halt, ne, es gibt Spiele, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, so wie, ne, Emissionen und solche Sachen. Und natürlich großes Thema mit, der Produktion der Spiele und wie viel Plastik verwendet wird und so weiter und so fort. Aber irgendwie ist es auch ein alter Hut, das ist jetzt nichts Neues. Und dann haben sie gesagt, Duellspiele, Zwei-Personen-Spiele und Trading Card Games. Klar, Trading Card Games ist wirklich ein Thema, jetzt mit Locana und diesen ganzen Sachen. Kommen ja jetzt auch neue, werden hier angekündigt. Star Wars Unlimited von Fantasy Flight, ne? Star Wars TCG. Und dann noch eins, mich auch beim Launch-Event, das habe ich schon wieder vergessen, wie das heißt, aber da werde ich auf jeden Fall auch einen Vlog machen. Und ich sage immer noch, es ist Sci-Fi. Bei den richtigen Brettspielen, finde ich, sind es viele, viele Sci-Fi-Spiele. Ne? Und Evacuation ist eben auch eins davon. Ja, sie hatten jetzt gefühlt schon noch recht viele da, aber wer weiß. Also bei Delicious würde ich relativ schnell hingehen aus meiner Perspektive, weil so viele scheinen sie dann doch nicht zu haben und es ist halt so ganz hinten so. Also man sollte sich da schnell in Halle 4 mal einfach gewesen sein, wenn man sich für das, das Planta Nubo oder die Delicious Sachen interessiert, würde ich, glaube ich, recht schnell hingehen und dann das schon mal mitnehmen. Komplettiert habe ich hier bei Feuerland natürlich hier Wasserwelten, klar. Wollen wir natürlich testen, wie gut die Erweiterung ist. Und ein Nachzügler in meiner persönlichen Sammlung. Total Regal. Ich weiß, das ist natürlich keine Neuheit mehr, aber total cool, dass sie mir noch eins mitgegeben haben, weil ich selber, das hat damals Melli gemacht und irgendwie so ein bisschen unterm Radar geflogen. Da haben wir es, glaube ich, zuerst Englisch nur gehabt. Und ich habe es irgendwie dadurch gar nicht mitgekriegt, weil sie es dann gemacht hat und so weiter. Und ich habe es auch gar nicht mehr. Und jetzt möchte ich es auch nochmal spielen hier. Ja, und natürlich, wer es von euch noch nicht kennt, kann sich natürlich bei Feuerland da auch noch bedienen. Genau, und was haben wir hier noch? Ah ja, hier in der Kiste jetzt habe ich noch zwei Sachen. Die habe ich gar nicht heute eingesammelt, sondern die wurden mir zugeschickt. Und die habe ich nur mitgenommen, weil ich eigentlich spielen wollte. Und genau, weil wir gesagt haben, am ersten Abend haben wir auch gespielt. Aber in dem Fall haben wir nicht das gespielt. Aber ich wollte es euch zeigen. After Us Kennerspiel von Vincent Dutré illustriert. Florian Sirier, der Autor. Und das ist ganz interessant, weil, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier, das ist so ein bisschen ein Tainted Grail Kartenmechanismus. Man legt so Karten rein mit so Symbolen, die sich so matchen. Und ja, auch so ein bisschen so ein,
kein nachhaltiges Thema in dem Sinn. Eher so, was passiert, wenn wir nicht nachhaltig wirtschaften. Ja, dann übernehmen die Tiere wieder die Herrschaft. Und das zweite hier von der Edition Havalandi Knizia. Abstraktes Legespiel mit Ballonthema. Habe ich auch schon aufgemacht, habe schon gelesen, aber wir haben uns dann doch für was anderes entschieden, was anderes zu spielen. Aber ja, ich wollte es euch auf jeden Fall zeigen. Gibt es natürlich bei der Edition. Die Edition ist in Halle 2. Auch nicht zu verfehlen. Großer Stand. Ich habe heute auf Instagram gepostet, wir haben ein riesiges Glücksrad. Viel Glück mit der Schlange. Das wird sicher cool. Nee, schaut vorbei. Ist cool. Und dann, ja, ganz, ganz wichtig für mich natürlich hier bei Horrible Guild war ich und Quicksand Real-Time Cropgift Challenge haben sie mir natürlich mitgegeben. Freue ich mich riesig drauf, Hjalmar, Hach und Lorenzo. Ganz interessante Geschichte haben sie mir erzählt, oder der Hjalmar, dass nämlich sie das eigentlich schon früher rausbringen wollten und dann kam Kites. Und dann mussten sie nochmal überlegen. Da waren wohl die Spiele denen doch ein bisschen zu ähnlich und dann haben sie aber nochmal. Sind sie nochmal in sich gegangen. Und jetzt ist Quicksand. Ja, will ich auf jeden Fall schnell spielen. Und ebenfalls bei denen hier. Sie haben auch einen Knizia. Ah, guck mal. Ich muss mich hier kurz sortieren. So, auch einen Knizia haben sie am Start. Sunrise Lane. Und tatsächlich, ja, das ist so ein Städtebauspiel. Ja. Tatsächlich, wenn ihr euch von den beiden Sachen was angucken wollt, dann macht's hier. Weil zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, wann es und wo es auf Deutsch kommt. Ja, da gibt es also Quicksand und Sunrise Lane noch nicht klar. Was, glaube ich, Deutsch kommt, bei Heidelberg ist dann noch die Erweiterung Evergreen, Pines and Cacti, Pinien und Kakteen. Ja, für alle Fans von Evergreen. Ja, Heidelberg ist das Stichwort, da war ich tatsächlich auch schon. Und die haben vor allem eine Neuheit hier, ganz cool für zwei Personen, Time Division. Erstlingswerk vom Alexander Schreiber. Auch cool illustriert, finde ich. Und ja, das ist verkehrt. Das geht beide Seiten. Sehr gut. Perfektes Spiel für mich. Beide Seiten kann ich irgendwie, egal wie rum man es drauf macht, passt immer. Ja, es ist ein Duellspiel, Drafting-Spiel mit Karten. Sehr taktisch. Man muss sozusagen wirklich den Gegner ausmanövrieren. Und der Gag ist tatsächlich, dass man eben drei verschiedene Decks hat in drei verschiedenen Zeitaltern, so Altägypten, Antike, Mittelalter und 80er Jahre. Und man kann es halt als Kampagne spielen, sodass man sozusagen wirklich in allen, dann dauert es auch 60 Minuten, sonst dauert eine Partie nur 20, aber wenn man quasi alle drei Zeitalter durchspielt, spielt man 60 Minuten. Es gibt dann halt so Karten, die dann so Zeitreisende sind, die quasi zwischen den Epochen so rumreisen. Und ja, sieht für mich, also ich habe es mir erklären lassen, ziemlich cool aus, ungewöhnlich. Erstlingswerk, sehr netter Autor. Ja, würde ich einfach an eurer Stelle mal eine Probepartie spielen, ne? Wenn ihr einen Platz kriegt. Und dann war ich noch bei Piatnik heute. Ja, die haben gesagt, ich soll mal Raccoon Tycoon ausprobieren. Sieht auch tatsächlich, muss ich sagen, von Artwork ziemlich geil aus. Ja? Die ganzen abgefahrenen Tiere. Und ist ein Eisenbahnspiel, wenn ich es richtig sehe. Oder beziehungsweise ein Wirtschaftsspiel, was ja eigentlich total mein Genre ist. Von daher von Glenn Drover. Piatnik ist in Halle, oh, ich glaube, das ist Halle 5, also quasi, das ist die zweite Familienspielhalle. Erst Halle von, wenn ihr am Osten Haupteingang reingeht, kommt dann erst ja Halle 6, wo so die ganz großen Familien, Kosmos und so weiter sind. Und Piatnik ist dann eine Halle weiter. Läuft einfach geradeaus durch. Außerdem haben sie mir noch mitgegeben, worüber ich tatsächlich noch gar nichts weiß, hier Tea Time Crime Deduktionsspiel, soweit ich das sehe, so ein bisschen Cluedo-mäßig. Oh. Aber kann ich tatsächlich noch nicht so viel dazu sagen. Und ein kleines Spiel, Sakara. Ich habe inzwischen eine Menge kleine Spiele, die sich bei mir so ansammeln, die ich auch zum Teil schon gespielt habe. Und ich werde wahrscheinlich bald mal so Videos machen, wo ich mehrere so vorstelle. Vielleicht ist dann Sakara auch dabei. Haben jetzt tatsächlich auch gespielt, gestern ein kleines Spiel, zum ersten Mal von Strohmann, Windjammern. War gut, ein Stichspiel, wo man keine Stiche haben will. So ein Nuller, ein permanenter Nuller, aber so mit so einer interessanten Bedienmechanik. Das ist immer, wenn man nicht bedienen kann, eine neue Farbe dann ausspielt. Also man schmeißt dann eine andere Farbe ab, dann kann diese Farbe auch bedient werden. Das ist im Prinzip der Gag des Spiels. Dadurch, ja, kann man ganz schön manövrieren.
passt so, ne, von Thematik. Windjammer will eigentlich immer manövrieren, die Karten nicht zu kriegen, weil die auch so thematisch, das ist ein Riff und irgendwie eine Krake und so, das will man so vermeiden. Eigentlich wirklich thematisch, muss ich sagen, ganz schön auf den Punkt, ganz cool. So, ja, und damit bin ich hier am Ende meines kleinen Tagebuchs. Ja, mal gucken, ich versuche mal wieder welche zu machen, auch in den anderen Tagen. Kann es aber jetzt noch nicht versprechen, ich werde auch ein bisschen rumlaufen. Allerdings mal gucken, wie es da mit dem Ton aussieht. Ne? Jetzt ist hier schon ruhig, aber nachher, wenn die Hallen da beben, muss ich gucken, inwieweit es sinnvoll ist, euch da aufzunehmen. Ne? Also von daher, aber vielen Dank fürs Zugucken. Kommt vorbei an meinem Stand. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt, werde es aber nochmal machen, wenn ich nochmal am Stand Videos mache. Natürlich meine alten Spiele, Roter Planet, Fiese Freunde, auch natürlich zum Messepreis. Ne? Fiese Freunde, 10 Euro reduziert. Roter Planet, 10 Euro billiger. Also da macht ihr auf jeden Fall Schnapper und Luis und Clark, natürlich solange der Vorrat reicht, auch zu diesem Vorbestellerpreis, zum Messepreis, ja, könnt ihr euch noch abholen. Ein paar haben wir noch, ihr seht, ein paar Kisten sind hier auch noch. Also von den alten Spielen, da werde ich, glaube ich, bis zuletzt genug haben. Luis und Clark, glaube ich, auch. Bei den Rucksäcken könnte es knapper werden gegen Ende. Na, also mal schauen. Kommt da lieber ein bisschen früher vorbei, wenn ihr einen haben wollt. In dem Sinne, vielen Dank und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.